Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Was geht? Auf jeden Fall befinden wir uns in der Stadt München heute. Erstmal geht ein dicker Kuss raus. Danke für den Support. Jedes Video, alles macht super Klicks. Ihr liked, ihr kommentiert. Ich bin mega dankbar. Kuss geht raus. Heute werden wir die offiziell beste Pizza Münchens probieren. Ich weiß nicht, ob das so offiziell ist, aber auf jeden Fall hat Gong FM blablabla so eine Umfrage gemacht und da wurde Lucky Pizza zur besten Pizza Münchens gewählt. Wir haben schon mal eine Pizza München getestet, die hieß Locanda Bucento und die ist Platz 2. Da freue ich mich drüber, weil ich fand die Pizza sehr gut und jetzt werden wir schauen, ob das die beste Pizza Münchens ist. Genau, viel Spaß in diesem Video. Ja, guten Tag miteinander. Das Wetter ist gut in München. Ich glaube, heute ist einer der wärmsten Tage oder so. Nee, nicht der wärmsten Tage, aber schönsten Tage. Sami ist auch am Start. Hallo. Wie geht's? Wie steht's? Gut. Was noch wichtig ist, Gong FM ist ein Radiosender. Genau, ich glaube, der läuft im bayerischen Raum. Und der hat auf jeden Fall gesagt, oder die Community hat irgendwie abgestimmt über Instagram, was die beste Pizza ist. Ob das jetzt so glaubwürdig ist oder nicht, das will ich nicht bewerten. Das ist nicht mein Auftrag. Aber ich finde es cool, dass überhaupt Leute so eine Liste machen, wo sie so ein paar Sachen sagen und deswegen schauen wir einfach mal, was die Pizza kann. Was denkst du? Ich denke gut, weil ich habe ein paar Bilder gesehen und sie sieht auf jeden Fall ansprechend aus. So Freunde, und bevor wir natürlich reingehen, schauen wir uns ganz kurz die Google-Seite an. Lucky Pizza, Luciano Gatto ist der Pizzaiolo. 4,9 Sterne bei 178 Bewertungen. Auf jeden Fall ein Rekordhalter. Ich weiß den Rekord nicht genau, das werde ich gleich nochmal nachfragen. Und vielleicht kann man auch ein bisschen in die Küche reinschauen. Ein paar Sekunden später. Ich war jetzt kurz drin und der Herr hat jetzt gemeint, leider ist der Chef-Pizzaiolo heute nicht da. Was aber nicht heißt, dass die Pizza schlechter oder besser ist, sondern die Qualität ist die gleiche. Jetzt habe ich mir überlegt, okay, ich will trotzdem diese Pizza testen und schauen, wie gut sie ist. Wir werden vielleicht nochmal kommen. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Jetzt schauen wir mal in diese Karte rein. Also, preislich muss ich sagen, voll okay. Eine 28 cm Single-Pizza kostet 7,90 Euro, eine Margarita und eine Jumbo kostet 10,90 Euro. Ist absolut humaner Preis. Es gibt auf jeden Fall 23 verschiedene Pizzen. Dann gibt es noch Salate, italienische Desserts, Kaffee und Frühstück. Hinten alkoholfreie Getränke, bisschen Bier, Wein, Sachen für den Heißhunger, so ein bisschen Goldbeeren und sowas. Das finde ich jetzt untypisch, aber ist wie es ist. Bisschen Eis und Ben & Jerry's. Okay, was kannst du empfehlen? Was so? Seine Spezialität. Eigene Zusammenstellung, das ist eine klassische Margherita. Ja. Ich persönlich bin kein Fan von Gorgonzola, der macht da wirklich nur einen Hauch drauf. Ja. Scharfe Salami mit dem Ofen, ja. Zwiebeln, Grana Padano. Das ist die Empfehlung des Hauses, ja? Ja. Okay, das ist die Nummer 23, richtig? Jawohl. Ja, die nehme ich direkt. Also das. Und für die Damen haben wir immer so eine weiße Pizza, sprich eine Parma Rucola ohne Tomatensauce, das ist dann etwas leichter. Ich mag lieber Tomate, ich schaue nur gerade. Ganz kurze Frage, der Rekord vom Pizzaiolo, was war der genau? In 17 Stunden 11.000 Pizzen wurden produziert. Das waren die 25 besten Pizzabäcker Italiens. In 17 Stunden 11.000. Wie viele waren das, Pizzaiolos? 25. Boah. Und da wurde halt, die von dem Guinness-Buch der Rekorde standen halt da, haben halt notiert, ob du wirklich die Qualität beibehältst. Ja. Nach 5 Stunden, ob du das wirklich aushältst, ob der Teig immer noch so fluffig ist, wie es für die neapolitanische Pizza eben üblich ist. Ja. Genau. Sehr geil. Ja, okay. Auf jeden Fall. Wir sind auch mega froh, dass er da ist. Okay, dann nehme ich eine Trüffelpizza. Die ist aber mit Tomate, oder? Also überall, wo hier das B notiert ist, ja, wird die von uns, vom Haus, weiß serviert. Ah, okay. Und auf Wunsch vom Gast natürlich mit der Tomatensauce. Dann nehme ich das. Gerne. Genau. Ja. Danke. Also was ich schon mal sagen kann, ist, das Personal ist auf jeden Fall überfreundlich. Der hat auch super beraten so. Kennt sich auch sehr gut aus. Von Wein bis Pizza. Also die wissen über alles Bescheid. Und ja, jetzt schauen wir mal ganz kurz in die Küche. Ich muss auch ehrlich sagen, das Restaurant von innen auch sehr schön. Man sieht Bud Spencer und Terence Hill auf dem Bild. Es ist wirklich ein angenehmes Pizzalokal, muss ich ehrlich sagen. Selbstverständlich die Legende aus Neapel, Diego Armando Maradona, im Olympiastadion in München. Ist natürlich auch mega geil. Sehr geil, ja. Hier auch eine Legende oder zwei Legenden. Ich glaube, der ist leider schon verstorben. Aber jeder von uns hat safe Bud Spencer und Terence Hill in seiner Kindheit angeschaut. Und drin haben wir auch noch mal eine Karte von den ganzen Pizzen. Auch ziemlich nice gemacht so. How are you? Fine, fine. What's your name? Chipon. Randy, nice to meet you. Nice to meet you. Where are you? Come from? Germany, Munich. Ah, Munich. Yes. Bangladesh. Nice. You know Bangladesh? Of course I know it. Everybody knows Bangladesh. Okay,
Auf jeden Fall ist er der zweite Pizzaiolo hier drin. Schauen wir mal, wie sauber die arbeiten. Ich freue mich, ich liebe es immer wieder zuzuschauen beim Pizzamachen. Also diese Pizza, die ich genommen habe, ist auf jeden Fall die Empfehlung des Hauses, die auch der Chef Pizzaiolo selber erfunden hat. Ich freue mich drauf, wirklich. Salami, Zwiebeln, Gorgonzola, Tomatensauce auch noch und Sami hat eine Trüffelpizza bestellt. Kurzer Einblick, wie wurden die Pizzen gemacht? Der Teig, muss ich ehrlich sagen, so wie er da in dieser Box liegt, er sieht sehr, sehr gut aus. Ich bin euch ehrlich, ich habe einmal bis jetzt in meinem Leben Pizza gemacht mit Luigi. Alle, die das denken, dass sie es übelst drauf haben, unterschätzen das, weil das ist wirklich schwere Arbeit, diesen Teig so sauber und perfekt rund zu kriegen. Und was mir dann auch aufgefallen ist, die haben nicht diesen typischen Pizzaofen, sondern einfach einen normalen Ofen, würde ich den jetzt nennen, so einen Gastroofen. Die Pizza hat er von unten, also erst kurz nach unten rein, dann ein Gitter drunter, ein Metallgitter und sie nochmal oben rein. Ich weiß jetzt nicht genau warum, aber werden wir wahrscheinlich später schmecken. Der Rand geht schön auf, die Pizza sieht überragend aus. Wow. Ich würde auch sagen, das reicht mit den Einblicken. Alle Zutaten, ihr kennt es, ihr wisst, wie Pizza gemacht wird. Ich habe es schon ein paar Mal gezeigt. Schauen wir raus, Freunde. Die Pizza wird gleich kommen. Nette Bedienung, guter Service und ich finde es auch schön. Also bis auf, dass es an der Straße liegt, alles toll. Also es ist halt ein bisschen laut, aber ist halt so. Ist in der Stadt. Aber ich finde es richtig schön. Und auch Inneneinrichtungen. Diese Pizza könnte locker die beste Pizza Münchens sein. Und es ist noch nicht mal der Chef Pizzaiolo da. München hat dir gewählt, es ist die beste. Und wir schauen mal, wie sie schmeckt. Dankeschön. Und die neapolitanische Pizza ist eben dafür bekannt, dass der Rand schön dick und fluffig ist. Schauen wir mal. Das also schmeckt mir auf jeden sieht, Fall. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Ja, sehr lecker. Danke. Buon appetito. Merci. Warum sage ich eigentlich merci? Was sagt man in Italien? Man sagt nicht merci in Italien. Was sagt man in Italien? Ich weiß gar nicht, nur Buongiorno. Oh mein Gott. Warte. Ich habe einfach merci gesagt. Er denkt sich auch so, du Idiot. Grazie. 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 Mille grazie. Wenn du eine Woche da bist, du sprichst noch Arabisch, aber sitzt schon in London. Weißt du, ich meine? Okay, liebe Samia. Okay. Was sagst du? Sieht sehr lecker aus und es riecht so lecker. Oh mein Gott. Was? Ich rieche den Trüffel. Ja, wow. Es ist wirklich Wahnsinn. Oder soll ich mit der Hand? Okay. Ich weiß, Randy schaut mich so an, als würde er mich gleich umbringen, weil ich das Besteck genommen habe. Oh, oh, whoop. Lecker. Richtig juicy. Richtig lecker, muss ich sagen. Und man schmeckt richtig den Trüffel raus. Das ist ja nicht immer so. Und ich finde, erstmal, der Teig ist sehr, 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 sehr gut.
Und die Pizza schmeckt sehr mild. Also ich finde es auch immer so wichtig, dass die so mild und leicht schmeckt. Das ist auch gegeben. Und man schmeckt den Trüffel auch richtig gut raus. Das finde ich auch wichtig. Aber die Pizza an sich, also Teig und alles, sehr mild und sehr leicht und super lecker. Vom Optischen, wenn man den Boden anschaut, sieht sehr, sehr schön aus. Auch der Rand hat dieses, wer hat das gesagt? Mario, glaube ich, dieses schöne Leopardenmuster. Der hat ja den Ofen auch gewechselt. Ich habe noch nicht ganz gerafft, warum. Weil ich habe auch bei den Öfen geschaut, ist eigentlich die gleiche Temperatur gewesen. Wenn man sich dieses Prachtexemplar anschaut, ich muss ehrlich sagen, man sieht drei verschiedene Käsesorten drauf, wenn mich nicht alles täuscht. Einmal den Gorgonzola, dann Parmesan und Mozzarella. Rote Zwiebeln, diese schöne scharfe Salami, erinnert mich ein bisschen an Chorizo-Salami, aber weiß ich jetzt nicht genau, ob es ist. Schaut euch mal diesen dünnen Boden an. Ich muss ehrlich sagen, Respekt. Dann hier auch schön knackig. Ich muss jetzt einfach in diese Pizza reinbeißen. Ich sag's euch, wie es ist. Auch unten sieht sehr, sehr wild aus. Ich glaube, wir haben eine sehr, sehr gute Pizza gefunden. Bis jetzt habe ich persönlich keine bessere Pizza in München gegessen. Ich würde nicht sagen, dass die sehr weit entfernt ist von der Lucanda Busenta Pizza oder Busento, wie die heißt, die wir schon mal getestet haben. Aber ich finde die Pizza sehr gut. Ich habe auch bemerkt, dass wenn man sogar hier so vier Schichten macht, dass sogar dann wirklich der Biss schön angenehm ist, nicht fest. Der Teig ist absoluter Hammer. Also da muss ich schon wirklich sagen, Respekt an die Münchner Community, wer das auch immer alles abgestimmt hat, dass ihr so, ich würde mal sagen in Anführungsstrichen, dass ihr so eine unbekannte Pizzeria zum Platz 1 gewählt habt und meiner Meinung nach auch zu Recht. Und was auch noch ziemlich süß ist, man kriegt noch ein bisschen Chiliöl und Knoblauchöl, wenn mich nicht alles täuscht. Und ich sage euch ehrlich, muss ich auf jeden Fall probieren. Was scharfes Zeug angeht, bin ich eigentlich immer dabei. Bisschen Chilis, bisschen Öl und ich würde sagen, rein damit. Also die Chilis sind scharf. Wir haben die beste Pizza Afrikas gegessen. Wir haben Luigi's Pizza gegessen. Wir haben, weiß was ich, wo noch überall. Ganz Venedig haben wir eine Pizzatour gedreht. Wow, die Pizza ist stark. Ist stark. Kommt gerne hierher, probiert die selber. Lasst mich dann wissen, was eure Meinung davon ist. Also einzigen Kritikpunkt, den ich habe, ist, die Chilis sind zu scharf. Spaß. Sami hat gemeint, dass der Teig ein bisschen fester ist wie bei anderen Pizzen. Ich würde sagen, eine minimale Nuance ist er wahrscheinlich fester wie zum Beispiel beim Luigi. Muss ich auch ehrlich sagen. Aber man darf nicht vergessen, wir haben auch gefilmt, die Pizzen abgefilmt, wir haben sie nicht komplett frisch gegessen. Also, die standen ein bisschen. Das ist halt einfach so, wenn man ein Video macht. Die Pizza kam aus diesem Ofen raus, hat noch geblubbert, falls ihr das gesehen habt. Also, boah, einfach nur lecker. Wir haben auf jeden Fall jetzt gerade gefragt, woher die ganzen Zutaten sind. Also, es funktioniert so. In München gibt es ein paar Pizzerien, die sich alles aus Italien, wirklich alles liefern lassen. Und die sind eine davon. Das heißt, alle Zutaten sind wirklich straight aus Italy, was ich ganz nice finde. Und finde ich, merkt man auch, bis auf, hätte man mich gefragt, ob die Tomatensauce wirkliche, richtige, ich weiß nicht mehr den Namen, hätte ich gesagt, nee, die ist hier gemacht, weil die war nicht präsent. Man hat die Tomatensauce nicht gemerkt, es hat keinen tomatigen Effekt gegeben. Mhm. Was er aber auch, ich habe es ihm persönlich auch gesagt, er hat gesagt, ja, das hat er schon ein paar Mal gehört und die arbeiten daran und das wird auch safe noch geändert. Sehr gute Pizza. Und jetzt probieren wir noch ein kleines Dessert. Ich trinke noch ein Cappuccino. Cappuccino! Und dann war es das auch, Freunde. Es war ein kleines, kurzes Video. Ich bitte jeden, der dieses Video anschaut und in Nähe München ist oder mal nach München kommt, probiert es. Schreibt mir, was eure Meinung ist. Mich interessiert es. Ja, genau. Das Tiramisu. Wow. Das gängigste Dessert bei uns? Gängigste Dessert ist? Ricotta Pistazie. Aus Italien. Sieht wild aus auf jeden Fall, muss ich ehrlich sagen. Mega, mega lecker. Danke. Sehr gerne. Das Tiramisu sieht gut aus und was sagst du zu deinem? Sieht auch lecker aus. Ist wie so ein Kuchen, also so ein Kuchen gemacht. Kuchenstück mit so einer richtig, richtig fetten Pistazienfüllung. Wie fluffig. Ich dachte, das ist hart. So weich. Also, erstens,
sehr fluffig, sehr weich. Gar nicht so biskuitmäßig. Und auf jeden Fall sehr süß, aber lecker. Antepli, Antepli, Dessert ist es. Antepli. Ich muss ehrlich sagen, sieht schon sehr süß aus. So. Also, sehr süß und nee, fluffig. Nicht süß vom Geschmack, ich meine, es sieht schön aus eigentlich. So. Sehr schön. Schmeckt sehr, sehr lecker. Der Geschmack ist schon sehr rund und sehr voll, muss ich ehrlich sagen. Okay. Kommen wir. Oh mein Gott, danke schön. Sehr gerne. Wow. Okay. Danke dir. Was beim Cappuccino immer sehr wichtig ist, für den Fall, dass du mal woanders trinkst, leg einfach mal den Löffel drauf. Nur drauflegen. Der muss bleiben. Das ist eine ideale Creme. Ist der Cappuccino-Test. Das ist der Cappuccino-Test. Amen. Genau. Schwer, ich hab was gelernt. Wow. Ja, Leute, auch Randy lernt dazu. Danke, Bro. Ehrlich. Sehr gerne. Ich bin kein echter Kaffeetrinker, aber ich habe jetzt was gelernt, wo ich jedes Mal, wenn ich Cappuccino trinken gehe, so machen werde und den Schlaumeier mache. So, wenn ich mit meinen Freunden am Tisch, wisst ihr überhaupt, wie man richtig Cappuccino testet? So, so nicht anders. Und jetzt probieren wir die Tiramisu. Oh, wenn du mit der Gabel da durchgehst und ziehst und nicht überall wirklich perfekt durchgeschnitten hast mit der Gabel und das trotzdem so fein abgeht, das ist schon mal ein Punkt. Das ist auch gutes Tiramisu. Ich schmecke sehr stark wirklich die Mascarpone raus, den Zucker. Mir fehlt ein bisschen dieser, wie kann man das sagen, diese leicht bittere Note vom Kaffee. Irgendwie. Das ist trotzdem sehr gut. Sehr, sehr gut. Wow. Sehr gutes Tiramisu und auch Verhältnis von Creme zu Kekse. Sehr, sehr gut. Kuss geht raus. Wirklich. Ich bedanke mich nochmal, wie ich schon am Anfang des Videos gemacht habe, für den überkrassen Support. Ich bin dankbar, dass euch die Videos gefallen so. Ich versuche auch noch viel mehr coolere Sachen zu machen und noch Sachen auszuprobieren. Kuss geht raus an euch, an die Community. Für alle Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, das dürft ihr gerne machen. Das hilft mir weiter und kostet euch nichts. Und ansonsten sehen wir uns wieder nächste Woche, am Mittwoch wahrscheinlich. Macht's es gut. Heide und ei. Ich zeig dir jetzt was. Du legst jetzt da deinen Finger auf den Screen und die App entscheidet, wer bezahlt. Jetzt. Verdammt!